Der vatikanische Staatssekretär Kardinal Tarcisio Bertone sprach bei seinem Besuch in Spanien auf Einladung der spanischen Bischofskonferenz über die Menschenrechte und das Magisterium Benedikts XVI. Außerdem führte er Gespräche mit politischen und religiösen Führungspersönlichkeiten. Während eines Treffens mit Außenminister Moratinos sprach Bertone mehr als eine Stunde mit der Vizepräsidentin Fernández de la Vega über alle aktuellen Themen, von der ökonomischen Krise über Abtreibung bis hin zu dem Gesetz zur Religionsfreiheit, über das Fach Staatsbürgerschaft, über den Gaza-Konflikt und Kuba. Es war ein Treffen, das die Vizepräsidentin als sehr herzlich bezeichnete und das von gegenseitigem Respekt und echtem Dialog geprägt war, der die Beziehungen zwischen Spanien und dem Vatikan auszeichne, wie die Agentur SIC berichtet. Kardinal Bertone hatte weiterhin ein mehr als einstündiges Treffen mit Präsident Zapatero, in dem herzlichen Bemühen, eine Etappe intensiverer Beziehungen und des permanenten Dialoges mit dem Heiligen Stuhl zu erreichen. In diesem fast einstündigen Treffen übergab der Präsident, Kardinal Bertone, die Einladung an Papst Benedikt XVI. Zum Jubiläumsjahr von Santiago de Compostela. Außerdem versprach er sich an den Vorbereitungen für den Weltjugendtag, der 2011 unter der Schirmherrschaft des Papstes in Madrid stattfinden wird, zu beteiligen.